Glück auf und willkommen beim dritten Teil des zweiten Buches. Hier haben wir die Weltkarte für unsere Kinder, ja. Diese Karte ist, glaube ich, einmalig in der Welt. Eine Kinderkarte und man sieht die wirkliche Erde. Ja, hier haben wir einen Teil und ich finde die wirklich wunderschön gemacht. Man sieht die Tiere eingezeichnet, ne, und dann so die typischen Sachen. Hier haben wir Ägypten mit den Pyramiden, ja. Ich will da gar nicht so weit drauf eingehen. Ich will es nur erwähnt haben, dass sich der Macher dieser Bücher echt Mühe gegeben hat, ja, und auch hochqualitativ da etwas erstellt hat. Hier haben wir Afrika, da sehen wir auch so die typischen Sachen, die es in Afrika gibt. Giraffen, Löwen. Ich finde auch die Zeichnungen sind sehr schön gelungen. Ja, hier sind wir in Asien, da haben wir die Bären und die Panda-Bären. Ja, alles was so. Indien mit den Tigern ist auch ziemlich bekannt. Die Kamele hier im Mittleren Osten. Ja, sehr schön gemacht. Dann haben wir hier Australien, natürlich sinnbildlich dafür die Kängurus. Ja, hier haben wir ja, einen anderen Kontinent, den wir zwar auf der Karte sehen, aber nicht betreten dürfen. Dann haben wir hier Europa, dann haben wir auch den Big Ben für England, ne, den Eiffelturm für Frankreich. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das Schwein für die Deutschen haben. Ne. Aber gut, dann hier Russland, Moskau, wie auch immer, auch sehr bekannt und deutlich zu erkennen. Wie gesagt, eine schöne Karte. Hier haben wir Nord- und Südamerika, ja, haben wir die Äffchen, Schlangen und so weiter und so fort. Die Vögelchen wollte ich nur erwähnen haben. Das war es zu dem Teil, die Kinderkarte. Wir sehen uns im nächsten Video.